Heute Anfang Juni 2024 hier in der Innenstadt von Hildesheim haben wir jetzt hier eine Stunde in der Nähe vom Bahnhof gesessen und haben in einer Stunde einen einzigen Deutschen gesehen. Ja, also, ich muss dich leider bezeugen. Es gibt nicht mehr viele von uns. Nee, in einer Stunde und das, vielleicht war es noch nicht mal ein Deutscher, wir wissen es nicht, weil er hat... Ein Stöpsel im Ohr gehabt. Stöpsel im Ohr. Und Michael, wir haben ja am Bahnhof gesessen, mal spät abends. Und dann haben wir also eigentlich gar keine Deutschen mehr gesehen, nur Ausländer. Wie siehst du das? Wie ich das sehe, ist folgendermaßen. Also ich denke mal, wir sind alle zu Gast auf der Welt. Es ist egal, wo du geboren bist. Das kann Marokko sein oder Tunesien oder Deutschland. Du hast dich gefälligst zu benehmen, egal wo du bist. Und wir sind zu Gast. Und wenn sich Menschen nicht wie ein Gast benehmen, dann kann das schon mal ein bisschen ausarten. Ne? Und das ist immer die Gefahr. Und manchmal passen die Kulturen noch nicht zusammen. So, dann knallt es halt zwischendurch mal zwischen den Fronten. Aber ich für mich persönlich sage ich immer, ey, peace. Und wir sind hier zu Gast und haben uns dementsprechend zu benehmen. Das ist allerhöchste Priorität. Und kennst viele ausländische Freunde? Hast ich habe so viele ausländische Freunde. Wer ist denn hier Ausländer auf dem Planeten? Ich meine, ja, eine gute Frage, oder? Ja. Nein, ich kenne sehr viele Ausländer und das sind echt gute Freunde von mir. Oft die besseren. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich habe nichts gegen Ausländer. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber man hat sich gefälligst zu benehmen. Und wenn man in einem Land ist, guck mal, wenn ich zum Beispiel nach Syrien gehe, dann lerne ich die Sprache und versuche mich auf die Menschen einzustellen und mich auf das Land einzustellen, weil ich da Gast bin. Und dann benehme ich mich nicht hier wie so ein, ich möchte mich jetzt nicht versprechen, aber... Aber viele benehmen sich natürlich auch und wir die haben, meisten ja, die meisten. Die meisten aber, ja, ne? Ja, und meisten, da haben wir also wirklich nichts dagegen. Nein, und nicht. Hast du was gegen Deutsche? Oh. Ach Quatsch, nein. Wir sind alles Menschen. Wir sind alles Menschen. Und wir haben uns. Und es gibt Arschlöcher in Marokko, es gibt Arschlöcher in Deutschland, es gibt wunderbare Menschen in Kenia, es gibt wunderbare Menschen dort. Es ist also immer du das hast, Gleiche. Du warst ja jetzt auch in England. Ja, also du hast wirklich schon viele Menschen kennengelernt. Ja, ne? Und ja, mit denen du Umgang hast, die sind alle... Ich habe 20 Länder gesehen. Ich war in Indien, ich war in Thailand, ich habe in Ibiza gelebt, ich habe in Irland gelebt. Und es ist immer das Gleiche. Du hast Arschlöcher und du hast gute Leute. Es gibt keine Freunde und keine Feinde. Es gibt im Prinzip nur Menschen, von denen du was lernen kannst. Das ist auch ein guter, habe ich letztens erst gelesen. Es gibt keine Freunde und keine Feinde. Es gibt nur Menschen, von denen du was lernen kannst. Und das stimmt. Das stimmt. Und was lernen wir von dem Film Idiot Crazy? Mitgefühl. Mitgefühl? Immer schön easy going. Ne? Mitgefühl haben. Empathie heißt das. Würde. Auch Würde ist auch ein ganz wichtiges. Und Dankbarkeit, auch Dankbarkeit ist ganz wichtig. Dass man dankbar ist, dass man überhaupt da ist, dass man hier da sein darf. Ja. Und es gibt, du findest immer ganz tolle Menschen. Manchmal gerade in dem Augenblick, wo du denkst, du bist im Arsch. Gerade in dem Augenblick, wo du glaubst, du bist total fertig. Dann kommt einer um die Kurve, so wie der Otto, und er rettet dich dann. Und wir müssen uns sowieso gegenseitig retten, weil alleine schaffen wir gar nichts. Wir sind nur gemeinsam stark. Und wenn man das nicht begreift, hat man eh schon verloren. Nur gemeinsam sind wir stark. In meinen Augen. Und das lerne ich auch. Und das gefällt mir auch. Und so ist das nun mal.